Ich zündete den Knaller. Ich muss sagen, die Schreie dieser Menschen waren eine Genugtuung. Endlich wussten sie, wie ich mich gefühlt habe. Sie hassten mich und dafür hasste ich sie. Warum greifen sie uns an? Sie mussten alle sterben. Es war so wunderschön. Alles brannte. Aber war das mein Tun? Komm schon. War ich das? Bringt uns all eure Hexer, Nordberg, dann können wir sie läutern. Im Namen des Kaiserreichs und des neuen Statthalters Boreos. Wir haben hier keine Hexer. Wir sind nur einfache Leute. Keine Lügen. Die Wächter haben gesprochen. Liefert uns eure Hexer aus, sonst läutern wir die ganze Stadt, wenn nötig. Ja, vielleicht haben wir einen. Die Stadtbewohner wollten mich opfern, um ihr eigenes erbärmliches Leben zu retten. Zusammen. Doch ich wusste mir zu helfen. Meine Schergenfreunde wollten mir auch helfen. Und so kam es, dass ich mit Hilfe der Schergen versuchte zu fliehen. Ich tötete Erwachsene. Das erste Mal in meinem Leben konnte ich es mit Erwachsenen aufnehmen. Ich sammelte mehr Schergen um mich. Mehr und mehr. Und ich schaffte es immer leichter, gegen Erwachsene anzukommen. Sie starben so schnell. Sie waren wie Spielzeug. Sie zerbrachen wie Streichhölzer unter meinen Fingern. Und so kam es, dass ich versuchte, das ganze Lager der Menschen auszurotten. Nur um zu überleben. Und dann mich an den Menschen des Dorfes zu rächen. Doch es war nicht so einfach. Ich musste ihre ganzen Zelte zerstören, damit nicht noch mehrere von ihnen auftauchen. Meine Schergen rüsteten sich mit Waffen. Und mit Schutzschildern, mit Rüstungen, um noch besser gewappnet zu sein. Und dann sah ich ihre Bogenschützen. Ein leichtes Fressen für meine Schergen, wenn sie erst rankommen würden. Und da waren sie. Sie töteten alles. Genau wie ich es ihnen befahl. Sie waren meine Schergen. Sie gehörten nur mir. Ich war ihr Held. Ihr Vorbild. Das Leben fing wieder an, Spaß zu machen. Ich ließ mir von niemandem mehr was sagen. Auch nicht von bewaffneten Erwachsenen. Sie starb. Einige Menschen wollten es nicht lernen. Und ich musste sie zweimal töten. Weg blockiert! Meister würde Weg hindurch finden. Die Schergen gaben mir immer wieder Mut und Kraft, dass ich es wirklich schaffen könnte. Also probierte ich. Egal wie aussichtslos diese Situation schien, ich probierte es einfach. Und ich muss sagen, es klappte. Es ging recht einfach. Was für eine Macht habe ich da bekommen? Diese Macht, diese unglaubliche Macht. Meister würde sich an der Stadt rächen. Stadt zerstören! Zerstören! Und auf einmal hatte ich die Macht. Feuer! Feuer! Ich hatte auf einmal die Macht, die Stadt zu zerstören.
Und ich wollte sie natürlich nutzen. Und so kam es, dass ich anfing, die Stadt zu zerstören. Glänzer töten! Glänzer glänzen nicht mehr! Oh. Ich schoss mit einem riesigen Katapult auf die Stadt. Sie wollten ja nicht lernen. Sie dachten, dass ich der Bösewicht bin. Nein, ihr seid die Bösen, ihr seid die Monster, nicht ich. Ich hoffte nur, dass ich das eine Mädchen nicht treffe, das mir so wohlgesonnen war. Doch wollte ich zerstören, was ginge. Ich feuerte. Ja! Und ich zerstörte ein ganzes Haus. Nachdem ich mich ein bisschen eingeschossen hatte, klappte es ganz gut mit den Häusern zerstören. Ich schoss weiter. Und ich schoss so lang, bis ich ein paar Häuser zerstört hatte. Bis ich an die Grenzen des Katapultes stieß. Doch ein Ziel konnte ich noch angreifen. Und das war ein Haus. Ein Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Ich zerstörte es gnadenlos. Und das Nachbarhaus dazu. Und dann widmete ich mich wieder meiner Aufgabe. Ich habe erkannt, dass Menschen wie Bowlingkegel waren. Man konnte sie einfach wegkriegen. Die Schergen wollte mich zu einer gewissen Schergenhöhle schicken. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Wölfe greifen Glänzer an. Und ich habe mit... Auf einmal hatte ich noch mehr Verbündete, noch mehr Freunde. Wölfe schlossen mich an. Waren Wölfe nicht eigentlich Feinde der Menschen? Mir wurde immer gesagt, dass die Wölfe fiese, böse Kreaturen sind. Aber sie sind doch gut. Sind meine Freunde. Alle Kreaturen, die meine Freunde sind, können nur gut sein. Ist das, was ich als böse hielt, eigentlich in Wirklichkeit gut? Und die Leute, die sich für gut hielten, in Wirklichkeit böse? Ich glaube, ich habe gefunden, was es heißt, gut und böse zu sein. Die Menschen vor mir, sie sind alle böse. Ich bin das einzig wahre Gute. Ich muss die Menschheit ausrotten, um zu zeigen, wie böse die doch sind. Ich werde es schaffen. Die Menschen sind so zerbrechlich. Wie könnte ich es nicht schaffen? Ich war zufrieden. Ich löschte gerade eine ganze Armee aus. Doch war mir es noch nicht ganz genug. Ich hätte gern noch mehr getötet. Die gebe ich kaputt! Hielt die Maglenzer kaputt! Ich fand ein Jedi eingesperrt.
Der Yeti, eingesperrt von den Menschen. So ein bezauberndes und nettes Wesen. Er war so lieb zu mir. Er zeigte Dankbarkeit. Würde ein Monster Dankbarkeit zeigen? Ich glaube nicht. Und so wurde ich auch noch Freund eines Yetis. Eines Yetis. Dieser Yeti half mir. Durch ihn konnte ich Orte erreichen, die mir sonst verborgen blieben. Und er half mir, gegen die Menschen anzukommen. Die Macht war mit mir. Ich musste nicht mal selbst mitmachen. Doch ich wollte es. Ich wollte das Blut in mein Gesicht spritzen haben. Es ging weiter. Ich muss sagen, meine Kindheit war eigentlich ganz amüsant, wenn ich jetzt zurückblicke. Gut. Der Anfang war vielleicht etwas traurig. Aber dann wurde er doch sehr amüsant. Dann verschwand ich mit dem Yeti und meinen Schergen durch das Eis. Und gefror. Ein neuer Overlord also. Das ist die letzte Hoffnung des Bösen. Etwas klein. Eine ganze Legion zerstört. Leichen, Schreie, Schergengemetzel. Das ist gut. Heiz den Drachen an. Wir schmelzen ihn frei. Der Junge braucht eine böse Erziehung. Und während das Böse im Inneren der Erde gedieh, begann in seiner Abwesenheit ein neues Zeitalter. Und das prächtige Kaiserreich wurde immer mächtiger. Jeder war glücklich. Wer unglücklich war, wurde getötet, versklavt oder fand ein anderes Achtes los. Aber jetzt ist eure Zeit gekommen, Meister. Die Zeit, alledem ein Ende zu setzen. Die Zeit für die Rückkehr des Bösen. Führt die Schergen in den Kampf. Das Böse findet immer einen Weg. Da kommt er. Der Meister? Der Meister! Der Meister! Abwarten. Stimmt, Rezzo. Wir müssen ihn testen, wie der Käfer am Misthaufen getestet wird. Folgen! Diese Nordbergwinde fahren mir direkt in die Glieder. Deshalb bleibe ich hier. Aber durch euren Helm kann ich hören und sehen, was ihr tut. Und so wurde ich vom kleinen Recken zu einem Helden für das Gute. Ich musste das Imperium aufhalten. Denn sie waren das wahre Böse. Töteten unschuldige kleine Schergenkreaturen. Doch jetzt bin ich bereit. Nur noch ein kleiner Test und die Scherg würden mir folgen bis ans Ende der Welt.